Thomas Müller ist unten. Bastian, du kannst dich mit umdrehen. Er sieht uns und hört uns, glaube ich, auch, oder? Herzlichen Glückwunsch, Thomas Müller. Dankeschön. Radio Müller kommt jetzt. Dankeschön. Radio Müller. Wie war dieses Geisterfinale für Sie? Sie haben ja schon einige gespielt hier in Berlin, aber so ganz ohne Fans? Ja, ich muss dazu sagen, ist auch echt ein bisschen ein trauriger Moment, weil die Liga, sage ich mal, das ist unser Daily Business und die wollte man natürlich unbedingt zu Ende spielen, aber wenn in so einem Pokalfinale in diesem herrlichen Stadion, wenn da die Fans fehlen, da habe ich jetzt tatsächlich jetzt am Ende bei der Siegerehrung dann auch schon eine nachdenkliche Minute gehabt, wenn ich ehrlich bin. Ja, ist einfach nicht das Gleiche und dasselbe schon gar nicht. Nichtsdestotrotz haben wir es auf dem Platz über weite Strecken gut gemacht, aber ja, tut auch ein bisschen weh. Man merkt es Ihnen an, dass Sie ein bisschen angefasst sind und dass das natürlich auch kein einfaches... Der Günther Netzer Junior, der soll sich mal nicht so lustig machen da. Günther Netzer Junior wird jetzt ein bisschen was erzählen aus dem Nähkästchen, weil das 3:1 bei einer Ecke, das war, glaube ich, ihr habt vorher noch telefoniert, eigentlich ein bisschen anders geplant, oder? Ja, wir hatten eine Situation in Leverkusen beim Ligaspiel. Eigentlich wollte man, wenn Leverkusen den Pulk spielt, also wenn die den ersten Pfosten bei uns versuchen zu fluten, dann wollte man eben mit drei Spitzen dann rausrücken, mit unseren drei Superschnellen. Und ich weiß nicht genau, wieso da zwischen David und Leon dann der Spieler von Leverkusen, ich weiß es nicht mehr genau, einer der Bender-Brüder war es. Ja, Sven. Ja, Sven, wieso der dann da vom Timing her besser dran war, das hätte uns sicherlich an einem anderen Tag vielleicht mehr wehgetan, aber ja, heute war es Teil der Story. Im Nachhinein können wir damit leben. Bastian, sag deinem alten Kumpel was. Ja, das war auf jeden Fall ein taktischer Schniestreich von dir. Ich habe das genau beobachtet, wie du die drei nach vorne geschickt hast. Aber erstmal gratuliere, Thomas. Dankeschön. Auch wenn du heute kein Tor gemacht hast, kein Assist, hast du es geschafft, mit der Mannschaft sich so zu entwickeln. Und ich glaube, wenn man das ganze Spiel aussieht, habt ihr ganz klar verdient auch gewonnen. Und da freue ich mich für dich natürlich auch. Danke, danke. Und nur ein bisschen aufpassen beim zu hochstehen mit der Viererkette. Das hätte zweite Halbzeit auch mal für ein Gegentor gereicht. Ne? Ist natürlich so, dass wir da auch bewusst, sage ich mal, nicht Risiko eingehen, sondern wir müssen uns natürlich genau aufeinander verlassen können. Wir spielen mit einer hohen Linie, wir spielen mit einem hohen Druck. Das wissen die Gegner, aber unsere Abwehr ist super drauf eingestellt. Durch die neuen Regeln, in Anführungszeichen, dass natürlich immer weiter das Spiel immer weiterläuft bis zum Abschluss dann, haben unsere Innenverteidiger dann auch ein paar Meter mehr drauf, als vielleicht sein muss. Aber ja, insgesamt haben wir es, denke ich, ganz gut gemacht. Thomas Müller, vielen Dank. Wo wird gefeiert heute oder muss Bastian was vorgeben? Das weiß ich. Früher hat er das gemacht. Ich weiß nicht, ob er was organisiert hat. Wir müssen uns ja ein bisschen auch an die ortsüblichen Gesetzeslage halten. Aber ich glaube, wir finden schon auch ein ruhiges Plätzchen, das danach nicht mehr ganz so ruhig sein wird. Alles klar. Vielen Dank. Wunderbar. Danke. Thomas, viel Spaß morgen beim Spiel. Dann Prost an den FC Bayern.